Hey, moin, lieber Altblechschrauber. Herzlich willkommen zurück zum Golf. In diesem Teil kümmern wir uns um den Innenraum. Wir werden also den Innenraum, das Armaturenbrett, die Sitze und so weiter ausbauen. Auch die Frontscheibe, denn die ist kaputt. Und wir werden vielleicht ein kleines bisschen was schweißen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch die Karosserieabteilung. Wir schauen gleich weiter. Bis dahin. So, wo, warum, wieso das Armaturenbrett raus? Damit werden wir jetzt mal einfach anfangen. Ich habe natürlich hier, weil die Lüftung ausgebaut ist für ein vorheriges Video, schon diversen Kram ausgebaut. Auch müssen wir uns um die Elektrik so ein bisschen kümmern. Das wird also alles in diesem Teil mit einfließen. Weiterhin kümmern wir uns um den Teppich. Das heißt, der muss sauber gemacht werden. Die Sitze werden sauber gemacht. Der Himmel wird gemacht. Und natürlich wird die Frontscheibe gemacht, denn die ist zum einen hier gerissen und zum anderen haben wir hier eine Menge Rost hier unten. Unter anderem auch so schön Rost, dass wir also einen Schraubendreherhalter nachgerüstet haben, der dummerweise im Motorraum endet. Das gehen wir an und da ich hier nicht vernünftig schweißen kann, wenn der ganze Müll eingebaut ist, rupfen wir den also einfach mal raus. Wie macht man das? Naja, man fasst es an und zieht es raus. Hey, nein, Quatsch. Ihr müsst also hier einige Schrauben rundherum lösen, das ist relativ selbsterklärend. Ihr könnt dann den Tacho, nachdem ihr von hinten die Tachowelle gelöst habt, nach vorne kippen. Das ist eigentlich auch relativ selbsterklärend. Die Stecker müssen natürlich vorher auch ab. So, und dann kann man hier schon großartig weitermachen. Für den Ausbau des Armaturenbrettes müsst ihr eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Hier die Schraube raus, auf der anderen Seite die Schraube raus, im Motorraum ein paar Schrauben, das heißt vorne im Wasserkasten. Und dann ist das ganze Ding mehr oder minder schon locker. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, was wir unbedingt machen müssen, beziehungsweise, was ich gar nicht gesehen hätte, hätte ich den ganzen Kram nicht ausgebaut. Wenn wir uns mal die Pedalerie angucken, und ich drücke mal das Kupplungspedal, was sehen wir? Das Bremspedal bewegt sich auch. Warum bewegt sich das Bremspedal? Wenn wir hier oben schauen, da hinten in der Ecke, ich drücke mal die Dämmung so ein bisschen weg hier, da ist das ganze Ding gerissen. Und hier oben, da hinten, ist irgendein Schweißnaht fehlerhaft, eine Punktschweißnaht. Dieses ganze Ding verformt sich also permanent, ne, und beim Bremsen auch. So, und das ist natürlich Kacke, wenn ihr mal richtig drauf stiefelt und das Ding fliegt euch um die Ohren. Das muss also auch gemacht werden. Wir werden das mal examinieren, was da schiefgelaufen ist wahrscheinlich. Ist da im VW-Werk oder im Werk, der das Ding hergestellt hat, eine Punktschweißnaht vergessen worden. Deswegen ist das ganze Ding jetzt im Arsch. Darf eigentlich nicht passieren. Naja, kommt halt trotzdem vor. Qualitätskontrolle. Mangelhaft. Wir müssen auch, weil hier das Arschloch von Vorbesitzer den Kabelbaum zerknipst hat, hier einiges nachreparieren. Ja, das Auto ist noch ein Fahrzeug ohne Gala, beziehungsweise auch logischerweise ohne Gala, da Golf C und Tachowelle. Die Gala kann man da nachrüsten, indem man da so einen Geber einsetzt. Alternativ kann man es auch einfach sein lassen, weil Gala ist naja, brauchen wir nicht unbedingt bei zwei kleinen Lautsprecherchen. Aber wir müssen natürlich das Ding hier angehen. Und das war der original VW-Radio-Stecker, den man also, oder im Prinzip der alte Stecker, den man also in normale Radios hinten reingesteckt hat, den hat er auch schon abgekniffen. Wieso, weshalb auch immer, ich weiß es nicht. Ja, was bleibt uns auch als Übelchen? Werden wir jetzt auch abkneifen, also komplett abkneifen, dann werden wir da ISO-Stecker nachrüsten, dass man also moderne Radios da einsetzen kann, beziehungsweise ISO-Radios. Vielleicht machen wir es auch so, ich begreife das einfach nicht. Naja, ist auch egal. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir einen S-Kontakt nachrüsten, beziehungsweise Zündungsplus, weil das haben diese Radios nicht. Die haben Dauer, Licht, ja, also Dauer, Licht, Masse und halt zwei Lautsprecher, vorne links, vorne rechts auf dem Armaturenbrett, gegebenenfalls auch noch hinten welche, auf der Hutablage, also beide Hutablage. Und die zentrale Elektrik sitzt ja direkt hier unten, von da kann man also einfach was nachrüsten. Müssen wir mal gucken, was wir machen können. Ich habe ein Zündschloss ohne S-Kontakt. Vielleicht tauschen wir das auch aus, damit wir S-Kontakt haben. Müssen wir einfach mal schauen. Ich würde sagen, ich lege jetzt erstmal so ein bisschen los, dass ich diesen ganzen Plünn hier schon mal ausräume. Die Scheibe baue ich gleich schon mal so aus, ne, mit den Füßen. Also wie man das kennt, die ist ja eh im Arsch. Dann kann man die also einfach, so wie man sieht, schon rausdrücken. Naja, vielleicht machen wir uns auch weiter kaputt, so wie ich jetzt. Aber das ist in dem Fall ja komplett egal, da sie eh gerissen ist. Idealerweise geht man vorher einmal rum, schmiert hier Silikonspray rein und dann drückt man die im Prinzip einfach so raus. Der Ausbau ist noch denkbar einfacher, den zeige ich euch dann, aber da kommen wir dann zu. Ne? Also, bis gleich, macht's gut. Huch,
Die Scheibe ist ja schon raus. Ja, habe ich schon innen eben rausgedrückt mit den Füßen, habt ihr ja gesehen. Bei vernünftigen Scheiben solltet ihr vorher hier einmal mit Silikonspray rumgehen, damit ihr also leicht rausflutscht. Die war eh kaputt, von daher ist es egal. Weswegen ich das Ganze gemacht habe, ihr seht schon hier, typische Golf 2 Geschichte. Wasser nistet sich hier ein, mangelnder Korrosionsschutz bzw. mangelnde Verklebung hier. Und dann sieht es also so aus. Das ist also mehr oder minder typisch. Auch, dass es so wegfault, beziehungsweise den Innenraum fault, hier geht das noch einigermaßen. Damit das repariert werden kann, muss das Armaturenbrett natürlich raus, damit ich hier vernünftig drin schweißen kann. Ich glaube, wir haben sogar Glück gehabt, dass wir das hier schweißen können, ohne dass wir rot nachlackieren müssen. Ich werde das gleich mal sauber machen, aber so wie das aussieht, ist hier noch genug Material vorhanden, dass wir hier also anpumpen können, Stück für Stück, und das dann entsprechend verschleifen können. Das gleiche gilt hier, das wird wahrscheinlich alles nur optisch sein. Hier muss natürlich eventuell was gemacht werden, weil das ist ja auch schon Blätterteig. Wir müssen uns einfach gleich mal in Ruhe anschauen, wie das ausschaut. Ob man da eventuell mit Korrosionshämmern bzw. Seilfett oder solchen Geschichten, nachdem wir Rost und Mantel angewandelt haben, agieren können und das Ganze einstellen können. Hier entsprechend auch und hier drüben dann auch. Ne? Das werden wir jetzt gleich mal alles wegstaubsaugen. Aber ich glaube, hier muss ich auch schweißen, weil da unten sehe ich nämlich schon Brösel drin. Und hier ist es auch schon dick. Jo, ne? Alles klar. Also hier gibt es auch Handlungsbedarf. Das ist alles nichts Ungewöhnliches für einen Golf 2. Ist ärgerlich, kann man aber machen. Ist hier tatsächlich einfacher als meinetwegen Endspitzen oder sowas schweißen. Weil hier kommt man auch halbwegs dran ohne Bühne. Ne? Machen wir, ich staubsaug das erstmal weg. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der noch schreibt? Er schreibt nicht mehr. Jo, und ich glaube, hiermit müsste es das in Sachen Armaturenbrettausbau eigentlich gewesen sein. Es muss der ganze Kram nur noch rausgeschubst werden und dann können wir mehr oder minder das Armaturenbrett vorsichtig, naja, durch das Frontscheibenloch rausholen. Zeige ich euch sofort. So, das vorsichtig abgestellt. Jo. Und das ist das Armaturenbrett draußen. Das können wir hier noch ordentlich drin aufräumen und können uns dann bei Zeiten mal um das Thema Rost kümmern. Ja, ne, so ist das halt. Was ist denn das hier wohl für ein schönes Kabel, was hier drunter lang läuft? Einfach so hier drunter verlegt. Keine Ahnung, wo es hinläuft. Weiß es vielleicht selber nicht. Ja, ansonsten rostmäßig. Ja, hier geht es natürlich auch schon los. Schauen wir mal. Ja, doch, ist auch auf jeden Fall schon morsch genug. Das müssen wir also auch machen. Hier ist auch noch ein Loch drin. Das ist halt alles korrosionsgeschwächt. Hier auch großflächiges Problem. Hier in der Ecke wiederum geht es, das nur die äußere Schicht betroffen. Aber man sieht hier ganz klar, das Auto hat gestern eine halbe Stunde draußen gestanden. Der Filz, was auch immer das hier für ein Zeug ist, Akustikmüll, der ist jedenfalls vollgesaugt mit Wasser. Hier in der Ecke nicht, aber das deutet natürlich auf Undichtigkeiten hin und kann dann natürlich dazu führen, dass die ganze Karre abrostet. Ne? Ja, wir räumen jetzt ein bisschen auf und dann bauen wir weiter an der Golfkiste. Jetzt zwar nicht mehr hier am Schweißen, das ist alles eine gesonderte Geschichte, aber wir bauen die Sitze aus, Seitenverkleidung und solche Geschichten, den Teppich, damit wir hier also halbwegs gefahrlos dran arbeiten können, wenn es da also ans Werk geht. Sportsitze sind schon mal eingebaut. Perfekt. Spezial-Rennfahrerfenster ist offen. Spezial-Belüftungslöcher sind auch da. Ohne Spaß jetzt, das gehen wir jetzt mal an. Also ich werde das gleich jetzt hier mal alles ein bisschen raustrennen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo, wie weit, weshalb, warum und so weiter. Aber wenn man sich das hier mal anschaut, wie leistig das hier alles zerbröseln lässt, ist da nicht mehr viel, was zu retten ist. Also, ja. Ich hoffe, dass ich so schweißen kann, dass man nicht lackieren muss. Es geht ja nicht nur darum, wie viel Platz da ist. Ich meine, hier ist satt Platz zum Schweißen. Aber die Hitze
beschädigt natürlich den Lack und der bläht sich dann so auf. Sie fragen natürlich, was kann man hiervon lassen? Was muss gemacht werden? Was kann man mit Overtrol ersaufen? Schwierige Sache, und das ist immer das Nervigste und das Schlimmste und das, was ich am meisten hasse an solchen Autoscheißkarren. Also jetzt nicht Golf-Autoscheißkarren, sondern generell Autos, ist Rost. Das ist das Schlimmste, was es gibt für mich. Das Nervigste instand zu setzen, und wenn ich von vornherein sehe, dass ein Auto Rost hat, dann tschüss, dann bleibt es da stehen, wo es steht. Schwierige Sache. Erstmal saufe ich meinen Tee zu Ende und dann bauen wir mal die Scheibenwischer ab. Machen mal die Tür zu und dann gehen wir mal ans Werk hier mit raustrennen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit Papi hier schablonenmäßig hingebastelt kriegen. Ich bin so schlecht, was das angeht. Ah, mir fehlt da die Übung. Wir schauen mal. Wer das sieht, weiß, worum es geht. Frontscheibe einsetzen, kurz zur Erklärung. Ich habe das also schweißen können, alles. Ich habe es euch nicht gezeigt, wie ich es gemacht habe, denn dazu ist meine Schweißkunst einfach zu scheiße. Aber es ist dicht, es ist konserviert. Hier drunter ist Overtrol in den Blechfalzen auch. Von der Rückseite ist es auch mit Overtrol, also auf dem Lackiert geklebt, was auch immer. Hier ist es entsprechend auch soweit. Alles gut, hier auch. An zwei Stellen konnte ich auskommen ohne Schweißen. Das ist hier. Und hier vorne, da war nämlich nur so ein kleines bisschen abgerostet, das habe ich dann entsprechend freilegen können und konservieren können. Das ist also alles soweit schickipucki, sag ich mal. Da hinten, das, was am kompliziertesten aussah mit der Ecke, Fensterecke, war tatsächlich am einfachsten, weil da am wenigsten Material zu setzen war, nur dieses Stück hier. Das habe ich dann mit Schablone ausgeschnitten und fertig. Die Heizung ist wieder drin soweit. Wir bauen jetzt das Fenster ein, oder ich versuche es einzubauen. Vielmehr mal gucken, wie viele Anläufe es brauchen, wie viele Scheiben. Dann kümmern wir uns weiter um den Innenraum. Wie ihr seht, habe ich schon einiges gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das ganz gerne haben wollt. Ob ihr wirklich jeden einzelnen Scheiß und mein Gelaber sehen wollt, oder ob ihr einfach so Stück für Stück das schon mal aufbereitet haben wollt. Dann, ich sag mal, einen Teppich rausreißen. Entschuldigung, ausbauen. Ist jetzt nicht unbedingt das Komplizierteste und Interessanteste für euch, aber... Naja, wir probieren das einfach mal. Scheibe versuche ich mal so ein bisschen aufzubereiten im Zeitraffer oder wie auch immer. Na, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Da hinten ist übrigens die alte Scheibe. Die Fragilität dieser Scheibe hat mich doch ein wenig verwundert, weil normalerweise kann man hier bequem mit dem Fuß rausdrücken. Aber die ist komplett kaputt. Ich sprühe das jetzt alles mal mit Silikonspray noch hübsch ein. Und dann versuchen wir es ganz einfach mal reinzusetzen. In der Hoffnung, dass das beim ersten Versuch klappt. So, das initiale Ausrichten ist immer so ein bisschen das A und O. Umso besser ihr davor gearbeitet habt, umso besser. Normalerweise muss man sowas eigentlich mit zwei Leuten machen, aber wir haben hier rundherum schöne Fenster, wo wir daran durchgehen können, und bis jetzt sieht das alles auch ziemlich gut aus. Aber die schwierige Stelle ist unten, wo wir jetzt mal, glaube ich, auch schon weitermachen müssen, oder? Ich hier falsch gewickelt habe. Ne, es geht. So, und jetzt wird es tatsächlich schwierig. Sieht gar nicht mal so schlecht aus bisher. So, Herrschaften, so macht man es beim ersten Mal alleine richtig. Das kann sich sehen lassen, glaube ich, oder? Jetzt klopfen wir das Ganze noch vorsichtig von außen rein. Wobei klopfen nicht wörtlich zu verstehen ist. Man muss da einfach mal so ein kleines bisschen Schubs geben, damit die sich wirklich richtig mit den Dichtungen überall reinsetzt. Oh, hier liegt der scheiß Teppich schon.
Das ist ja der Vorteil an Silikonspray. Das Ganze ist jetzt die erste Zeit noch furchtbar glibberig. Wenn es dann getrocknet, ausgehärtet, verdunstet, wie auch immer man das jetzt sehen, sagen, was auch immer möchte, wird es also fast schon so ein bisschen klebrig und sorgt dann dafür, also dass die Scheibe so richtig schön festhält. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass Silikonspray auch dazu hilft, dass sie also ein bisschen einzudichten, weil original ist diese Dichtung ja eigentlich irgendwie gar nicht dicht, die hat sogar Abläufe unten, die also dafür sorgt, dass das Wasser, was sich hier drin staut, abläuft und nicht über die Kante rüber nach innen läuft. Ja, und dafür ist diese Dichtung da. Ja, das würde ich sagen, kann sich sehen lassen. Wir bauen jetzt die Scheibenwischer wieder auf. Ich habe nämlich auch noch neue Scheibenwischerblätter. Ich habe mich entschieden, dass wir die Karosserie oder kein gesondertes Karosserievideo machen werden, denn dazu ist ja eigentlich viel zu wenig zu tun. Wir machen den Innenraum fertig und dann kümmern wir uns in dem letzten Video, denke ich, ums Fahrwerk, die Bremsen, diese ganzen Geschichten, Konservierung, so ein bisschen. Das Schiebedach. Ja, müssen wir mal schauen. Aber, wie ihr gesehen habt, es geht alleine. Und muss meinen Sarkasmus immer so ein bisschen ausblenden. Nächster Schritt ist, dass wir morgen diese Dinger hier also irgendwie in der Waschbox mal ein bisschen durchkärchern, denn die ganze Staubsaugen wie Sau, der ganze Dreck kommt nicht raus und bevor ich dann mit meinem Sprühextraktionsgerät versaue und vor allem in solchen Ecken wieder rum, wo ich nicht beikomme, wir kärchern die erstmal durch und dann sprühextrahieren wir die, solange die noch feucht sind. Aber das ist eine Baustelle für morgen. Jo, das ist es. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht soweit. Teppichreinigung. Ich erkläre euch mal, wie ich es mache. Es gibt gefühlt 1000 Möglichkeiten und jede wird im Internet als falsch dargestellt. Das ist der Weg, wie er für mich am besten funktioniert hat und wie ich es am längsten mache und damit die besten Erfolge erziele. Also, zur Vorreinigung benutze ich Würth R1. Das ist also so ein Teppich, Fettlösen, Schmutz, Schmier, Fahrzeug, Aufbereitungskram. Den sprühe ich hier also drauf, lasse ich kurz einwirken. Der sorgt also dafür, dass im Prinzip die Fasern sich so ein bisschen entwirren. Schmutz, besonders Nikotin, Fette und sowas, sich also da lösen. Dann gehe ich her, nehme Wasser mit einem richtig kräftigen Schuss Buntwaschmittel und Weichspüler, sift das hier ein, bürste das dann ordentlich durch im Anschluss und sauge es dann mit dem Sprühextraktionsgerät unter Einsatz von Wasser sauber und gehe hinterher ein zweites Mal drüber. Zum Spülen, das Ganze wiederhole ich so lange, bis also merklich klareres Wasser oder im Prinzip am besten nur noch klares Wasser aus dem Teppich rauskommt. Man muss es immer so ein bisschen betrachten, was das für Material ist. Das hier ist offenporiger Filz. Der ist also auf der Rückseite nur, ich glaube, gekettelt heißt das oder sowas, jedenfalls irgendwie so umgelegt. Der ist nicht wasserdicht. Wenn man natürlich unten eine Plastikwand hat, kann man das Ding ersaufen, auch in der Karre, wie man will. Aber bei solchen Sachen empfiehlt es sich doch, den Teppich eben rauszunehmen. Gerade beim Golf 2 ist das sehr schnell gemacht. Mit solchen Geschichten erzielt man richtig gute Ergebnisse. Wenn man jetzt noch einen Hochdruckreiniger zur Verfügung hat, was ich hier leider nicht habe, könnte man das Ding natürlich vorher einmal abkärchern. Natürlich Staubsaugen vorher ist, denke ich mal, das A und O. Das Ganze ist ein langwieriger Prozess, der ist auch nicht so befriedigend, wie man sich das also vorstellt. Es ist tatsächlich wirklich nervig irgendwann und macht wirklich keinen Spaß mehr, gerade wenn man beim hinteren Teppich so kleine, enge Kanten hat, wo man dann also so irgendwie so rein muss mit dem Ding. Es sieht immer toller aus und es ist interessanter zuzusehen, als es selbst zu machen. Das kann ich euch leider sagen. Das Ganze gehen wir jetzt mal an und haben dann hoffentlich hinterher vorzeigbare Ergebnisse zu präsentieren. Und dann zeige ich euch, wie man die Dinge also auch in so einer kühlen Garage, Werkstatt draußen, wie auch immer, vernünftig trocknen kann. Allerdings im Auto mit einem Luftentfeuchter.
Oh, hallo, da seid ihr ja wieder. Schlechtestes Intro aller Zeiten. Wie man sieht, ist ein kleines bisschen Zeit vergangen. Nicht nur an meinen Haaren sieht man das, sondern auch an der Location, dem Fortschritt in diesem Auto und irgendwie einfach allem drumherum. Es hat sich viel getan und das Ganze hat sich nicht nur getan, weil das Auto halt sich irgendwie getan hat, sondern auch, weil die Zeit verlaufen ist. Okay, ich kann das nicht normal machen, wir belassen es aber so, wie es ist. Vielleicht hat es irgendeiner verstanden, was ich meine. Ja, es ist viel Zeit vergangen. Aus verschiedenen Gründen ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Am Auto konnte nicht weitergearbeitet werden. Es wurde natürlich ein bisschen weitergearbeitet. Ihr habt die letzte Szene vor Augen, wo ich also darüber schimpfe, dass dieser scheiß Teppich nicht richtig sauber geht. Er ist sauber, er sieht auch mittlerweile gut aus. Er ist auch verbraucht, so wie der andere Rest aus dem Innenraum. Da komme ich allerdings gleich zu in der Zwischenzeit, was passiert ist. Ja, also ich habe einen neuen Dachhimmel eingebaut. Ich habe diversen Kleinkram repariert. Ich habe das Armaturenbrett wieder eingebaut. Ich habe neue Verkleidungen montiert. Die sind noch alle dreckig, die müssen noch mal gereinigt werden, aber das ist das, was zumindest den Innenraum angeht, dass die Karre wieder läuft. Wir schauen uns das jetzt einfach mal alles im Detail an. Zuerst einmal, die Sitze sind soweit es geht sauber. Ob die drin bleiben, weiß ich noch nicht, weil dieser Sitz ist eigentlich noch echt gut. Aber man sieht es hier drüben, dieser Sitz hier ist schon so ein kleines bisschen verschlissen und am Arsch. Da muss ich mal gucken, vielleicht finde ich ja noch passende Sitze. Auch hier unten ist so ziemlich viel Dreck, der irgendwie aussieht wie Schimmel, aber ich glaube gar kein Schimmel sein kann, weil das ist hier drin ja so trocken, der geht aber irgendwie auch nicht runter. Das müssen wir machen. Dann hat der Gute einen neuen Dachhimmel gekriegt, und zwar einen richtig neuen Dachhimmel, und zwar in Stoff. Ja, man sieht, hier fehlen noch so ein paar Teile, das sind die, ne, ihr wisst, was ich meine. Da hinten fehlt auch noch eine Schraube, die liegt noch hier, da in der Säulenverkleidung und so weiter. Der Dachhimmel kommt von Björn Menhardt. Wenn ich jetzt nochmal eben seine Karte finde hier, dann zeige ich euch das Ganze mal eben. Das ist die Dachhimmelmanufaktur aus Bünde. Das ist dieser Kollege hier. Der fertigt euch Dachhimmel auf für was auch immer alle möglichen Autos an. Bezieht Sachen und so weiter und so fort. Und der ist halt spezialisiert auf diese Golfgeschichten. Weiterhin haben wir natürlich auch hinten soweit alles wieder sauber und schüssig. Neue Seitenverkleidung. Es gibt eine neue Hutablage. Das Radio hat jetzt Bluetooth und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist der Innenraum fast fertig. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Das Lenkrad muss natürlich noch getauscht werden gegen Holzlenkrad. Hier muss natürlich noch ein, ein Billardball drauf, Billardkugel. Und solche Geschichten. Also es sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu tun. Ich habe mich dagegen entschieden, das Ding umzubauen mit richtiger Mittelkonsole und so weiter, weil das ist ja irgendwie doch so eine nackte Mutti und die können wir eigentlich doch wohl auch so lassen. Ja, in diesem Sinne, ich muss mich dafür entschuldigen, dass das Ganze so ein bisschen hoppla hopp gegangen ist. Die Ereignisse haben sich dann ja doch so ein bisschen mit dem Discovery, was übrigens da steht, überschlagen. Und dieses Winterprojekt muss halt entsprechend abgebrochen werden. Aber es heißt natürlich nicht, dass jetzt im kommenden Herbst und Winter an dem Ding weitergearbeitet wird. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Zum einen sieht die Karosserie natürlich, trotz dessen, dass sie rostfrei ist, lackmäßig ziemlich beschissen aus. Ne? Also wir haben hier so ein paar Stellen, die natürlich gemacht werden müssen. Dann müssen wir einfach mal gucken, wie weit wir da mit Smart Repair oder wie auch immer kommen. Eventuell Teillackierung bis zu diesem, zu dieser Sicke, weil oberhalb dieser Sicke geht es eigentlich alles ziemlich. Aber unterhalb ist halt, ne, verschiedenste Stellen, wo also Beulen, Dellen und so ein Scheiß drin sind. Na gut, die Dellen werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen. Aber ich sag mal, hier diese Geschichten, wo also rumlackiert wurde und hier, wo es geknickt und gestaucht ist, das kriegen wir natürlich eventuell alles nochmal geregelt. Müssen wir mal gucken. Ich weiß aber noch nicht so ganz, welche Farbe das ist. Also Marsrot, Tornadorot, ich glaube, es ist Tornadorot. Dann muss der Kasten natürlich poliert werden, vernünftig. Die restlichen Teile, die nicht lackiert werden. Wir müssen uns um die Reifen kümmern, denn die sind schon von 1995 und somit irgendwie 5 Jahre zu alt. Die Felgen müssen gemacht werden. Inwieweit die bleiben, weiß ich noch nicht. Die müssen erstmal grundlegend gereinigt werden, denn die sehen echt scheiße aus. Wie es da mit der Korrosion darunter aussieht, sehen wir dann. Wir brauchen neue Stoßdämpfer. Wir müssen auch mal gucken, was wir da einbauen, ob wir da dann in Originalline von Monroe gehen oder ob wir da von Bildstein welche reinkloppen, denn der Karren ist ja tiefer gelegt. Da würde sich natürlich anbieten, wenn man da entsprechende Bildsteingurken reinhaut. Müssen wir dann natürlich nochmal schauen, was da so das Budget hergibt und wie auch das Auto aufgelegt wird. Hinten die Heckklappe ist kaputt, da ist das Schloss im Arsch, da müssen wir schauen, was wir mit den Sitzen machen. Eventuell bauen wir hier Recaro-Sitze ein aus den 80ern oder 90ern. Müssen wir einfach alles mal schauen, was wir hier so kriegen, finden, was auch immer. Holzlenkrad habe ich ja schon gesagt, möchte ich ganz gerne haben. Und dann hoffen wir, dass wir das im nächsten Jahr mal soweit startklar kriegen. Ansonsten wird der ganz gute Kasten wieder unter seine ganz gute Haube gesteckt. Und
dann eventuell den Rest nochmal gewaschen. Aber er steht hier ziemlich eingebaut. Ne? Dahinter ist der Volvo, das Cabri, der bis zum Winter steht. Davor das Quad, hier das Motorrad, hier der Z4, der dieses Jahr noch gar nicht gefahren wurde. Es ist einfach ein verrücktes Jahr. Nicht nur was Geld angeht, sondern auch was meine private Auslastung angeht. Ja, und irgendwo muss natürlich auch noch Zeit bleiben und es muss natürlich auch noch ein Hobby bleiben. Denn wenn es kein Hobby mehr ist, habe ich da auch keinen Bock drauf, wenn es in Arbeit ausartet. In diesem Sinne. Achso, übrigens, Schiebedach. Gammel, gammel. Brauchen wir auch noch einen neuen Deckel für. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wie immer sehr gefallen, mit euch zu arbeiten. Und das nächste Video zu diesem Thema wird dann etwas professioneller und ich hoffe auch etwas ausführlicher und nicht irgendwo drin, wo es dann mitten drin heißt, hier der Teppich ist scheiße und bums ist das Auto fertig. Tut mir leid, manchmal läuft es halt so. Bis dahin, macht es gut, ich hab euch lieb, tschüss.